So, mein Freund, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute reden wir mal über das Thema Körbe, wie du in Zukunft besser mit Körben umgehen kannst, dass du nicht mehr so eine Angst vor Körben hast. Aber wir reden natürlich auch darüber, was du alles aus den Körben rausziehen kannst, was für Learnings du da rausziehen kannst für dich selber, für deine Entwicklung, damit du in Zukunft mehr Erfolg bei Frauen hast. Viel Spaß mit dem Video. Wenn du mehr Erfolg bei Frauen haben willst und etwas aktiv für deinen Erfolg machen willst bei Frauen, dann wirst du einfach nicht um das Thema Körbe drumherum kommen. Es sei denn, du akzeptierst einfach, dass du, ja, ich sag mal, nur die Frauen in dein Leben ziehst, die das Leben vor die Füße wirft, die du halt automatisch kennenlernst oder die dich vielleicht ansprechen. Aber wenn da nicht die Frauen bei sind, die du willst, ja, auch nicht genügend Frauen bei sind, dann ja, musst du halt aktiv vor Frauen zugehen. Und da passiert es nun mal, dass du Körbe bekommst. Und ich sag mal, viele, die zu uns ins Coaching kommen, zum Beispiel unser 8-Wochen-Programm machen, die haben sich dann vorbereitet, die haben alle unsere Videos geguckt, die kennen alle unsere Sprüche teilweise besser als wir, die haben alle Bücher gelesen, die es zu dem Thema auf dem Markt gibt, einfach, ja, um zu wissen, wenn sie halt in ein Gespräch reingehen, dass sie dann wissen, was sie halt sagen sollen, dass die halt, ich sag mal, nicht diese Ablehnung erfahren müssen. Und dann gehen die halt in diese Gespräche rein, sind natürlich ultra nervös, und erinnern sich dann auf einmal gar nicht mehr an die Sachen. Oder die können halt die Sachen, die sie halt gelernt haben, nie so rüberbringen, wie sie es halt geplant haben. Und die Sache ist einfach die, du kannst es nicht verhindern, Körbe zu bekommen. Ne? Du solltest es auch gar nicht erst versuchen, sondern einfach, ich sag mal, die Körbe einfach als Teil der Entwicklung sehen. Einfach als eine Sache, die nun mal zu deinem Entwicklungsprozess dazugehören. Und am Anfang sind die Gespräche nun mal ein bisschen stockend. Du bist halt nervös und da sind halt auch immer peinliche Momente bei. Aber wenn du, sag ich mal, lernst, mit diesen Sachen umzugehen, dann hast du die Möglichkeit, wirklich erfolgreich bei Frauen zu werden. Absolut. Und am Anfang ist es halt einfach so, Körbe gehören dazu. Wenn du rausgehst, Frauen ansprichst, dann wirst du Abweisung erfahren, wie Kai schon gesagt hat. Vielleicht kennst du das von dir selbst. Du bist das erste Mal rausgegangen, hast jetzt 10, 15 Frauen angesprochen und es ist nichts dabei rausgesprungen. Kein Erfolg, keine Nummer, nichts. Nur Körbe. So, dann siehst du unsere Videos auf YouTube und denkst dir, ey, what the fuck? Die sprechen ja 3, 4 Frauen in der Stadt an, kriegen direkt 2 Nummern, gehen auf ein Date. Ey, warum klappt das bei mir nicht? Doch da ist halt der Fehler, seinen anfänglichen Misserfolg in Anführungszeichen als Misserfolg anzusehen. Denn schau mal, wenn du das erste Mal jetzt rausgehst, wirklich dich überwindest, Frauen anzusprechen, dann ist das kein Misserfolg, Körbe zu bekommen. Im Gegenteil, das ist ein Erfolg, dass du dich traust, überhaupt mal rauszugehen. Vielleicht war das für 2, 3 Wochen für dich noch unvorstellbar. Oh, Frauen ansprechen, nee, niemals. Aber jetzt tust du es. Ja, da darfst du dich dann nicht mit Leuten vergleichen, wie, ich sag mal jetzt mit mir und Kai als Beispiel, die da schon viel mehr Erfahrung in dem Gebiet haben. Ja, vergleich dich immer mit deinem vergangenen Ich. Also, wenn du jetzt das erste Mal rausgehst, Körbe kassierst, dann ist es ein Erfolg, weil du etwas tust, weil du einen Schritt nach vorne gehst. Es kommen natürlich nicht nur Leute zu uns, die in ihrem Leben noch nie eine Frau angesprochen haben, sondern häufig auch Leute, die schon aktiv sind, die rausgehen, Frauen ansprechen, aber einfach nicht so richtig weiterkommen. Das heißt, die sprechen Frauen an, aber die Frauen, die gehen schnell aus diesen Gesprächen wieder raus. Die kriegen halt nur zu hören, oh sorry, ich habe einen Freund. Oder wenn sie eine Handynummer kriegen, dann schreiben sie der Frau, aber die meldet sich nicht bei denen. Und die Sache ist die, die Ansprechangst zu verlieren, das ist so gesehen, technisch gesehen nicht schwierig. Du musst halt rausgehen, du musst genügend Frauen ansprechen und irgendwann verlierst du deine Angst. Beziehungsweise du kannst einfach mit dieser Angst umgehen. Das heißt, wenn du eine Frau ansprichst und ihr sagst, dass du sie attraktiv findest, dann das wird nicht ein Teil von dir in dir sterben. Aber ich sag mal, das, was danach kommt, das ist, ich sag mal, so ein bisschen komplizierter. Also da musst du in dich gehen, da musst du halt reflektieren, weil du kannst nicht erwarten, wenn du halt immer das Gleiche machst, immer nur das wiederholst, was du tust, dass sich irgendwas an den Ergebnissen ändert. Ganz genau. Es kann halt auch dann wirklich so weit kommen, und das haben wir wirklich schon erlebt, dass dieses Körbe, diese Ablehnung kassieren von Frauen für dich irgendwann Normalität ist. Also es ist ein Teil deiner Comfortzone, so komisch das jetzt auch klingt. Du fühlst dich wohl darin. Also es gibt dann wirklich Männer, die sprechen Frauen an und ja, unterbewusst sabotieren die sich selbst, sodass sie gar nicht weiterkommen und kriegen halt die ganze Zeit nur Ablehnung. Die Frau geht weiter, sagt nee, kein Bock, kein Interesse. Und wenn eine Frau dann mal wirklich Interesse zeigt, wissen die gar nicht, was sie tun sollen, wie es weitergeht, weil die halt immer nur in dieser Comfortzone sind. Und diese Gewohnheit solltest du halt nicht entwickeln. Deswegen ist es wichtig, wie Kai schon erwähnt hat, dass du reflektierst. Deswegen machen wir auch Videoaufnahmen von unseren Coaching-Teilnehmern, wenn wir unterwegs sind. Damit wir einfach sehen, per Video ist das ja noch einfacher. Was macht er gut, was nicht? Und daraus dann unsere Lektion, unsere Learnings ziehen.
Und am Ende des Tages geht es halt einfach nur darum, dass du ein Gefühl dafür bekommst, weshalb du gerade einen Korb kassierst. Dass du einfach weißt, hey, okay, liegt das jetzt gerade an mir? Liegt das an meinem Auftreten, an meiner Energie? Oder liegt es einfach an der Frau? Kann ich da gar nichts machen, weil sie wirklich glücklich vergeben ist oder einfach gerade keine Lust hat, mit mir zu reden? Das sollte dein Ziel sein. Genau, um da weiterzukommen, musst du dir einfach jedes Mal, wenn du rausgehst, überlegen so, okay, was habe ich gut gemacht und was könnte ich besser machen? Und dann, wenn du überlegst, dann sagst du einfach, okay, welche eine Sache könnte ich jetzt ändern oder nächstes Mal besser machen, dass ich halt mehr Erfolg haben werde. Ich könnte zum Beispiel ein bisschen ruhiger in die Gespräche reingehen oder vielleicht anders stoppen. Und nur diese eine Sache änderst du dann nächstes Mal, wenn du rausgehst und versuchst, da eine Gewohnheit zu entwickeln. Und auf diese Art und Weise erreichst du schrittweise Erfolge. Du wirst schrittweise weiterkommen und auf diese Art und Weise wirst du auch irgendwann in diesen Punkt kommen, dass du Frauen ansprichst und ja, die dich cool finden, dass die sich für dich interessieren und dass du Dates hast und ja, dann natürlich auch viele Frauen mit nach Hause nimmst. Wir werden oft von Leuten gefragt und auch hier bei YouTube in den Kommentaren sieht man das oft. Jungs, warum fragt ihr die Frauen immer so Sachen wie, bin ich dein Typ, bist du Single, könnte was aus uns werden? Erhöht das nicht das Risiko, dass die Frau darauf negativ reagiert und euch am Ende einen Korb gibt? Kurzantwort darauf, ja, tut es. Doch warum tun wir das? Weil wir in dem Moment Körbe provozieren möchten. Also wir möchten wirklich herausfiltern, welche Frauen Interesse haben und welche nicht. Vielleicht kennst du das selbst aus eigener Erfahrung. Du sprichst eine Frau an, du unterhältst dich nett mit ihr, also sie bleibt auch mit dir im Gespräch über ein paar Minuten, ihr tauscht am Ende Nummern aus, doch aus dem Ganzen wird nichts. Die Frau ghostet euch vielleicht, also schreibt euch erst gar nicht zurück oder ihr schreibt bei WhatsApp hin und her und es kommt irgendwie nie zum Date. Deswegen muss man immer schon im Gespräch herausfinden, ob die Frau Interesse hat oder nicht. Denn es gibt einfach Frauen, ja, die unterhalten sich nett mit euch, wenn ihr sie ansprecht. Die finden das auch mutig, was ihr macht. Die finden euch nett und geben euch dann so ein bisschen, ja, als Belohnung oder einfach so, weil sie nicht drüber nachdenken, ihre Nummer. Aber die haben nicht wirklich Interesse. Also es wird da nie zum Date kommen. Da besteht gar kein sexuelles Interesse. Wie gesagt, da ist es wichtig, dass man so ein bisschen das Ganze provoziert und die Frau da so ein bisschen kitzelt mit Fragen wie, ey, bin ich so dein Typ? Ja, bist du überhaupt Single? Ja, und das Schöne ist, das Ganze kann man auch so flirty spielerisch machen, indem du Augenkontakt hältst, indem du so ein bisschen frech grinst und lächelst. Und somit kannst du auch indirekt diesen flirty Gesprächsvibe aufrechterhalten. Ihr habt ein bisschen Smalltalk, redet ein bisschen, lernt euch kennen und dann stellst einfach die Frage, bin ich denn so dein Typ? Was sagst du? Ja, und dann kannst du anhand der Reaktion der Frau schon ziemlich schnell sehen, okay, besteht da Interesse, wenn sie zum Beispiel so ein bisschen so schüchtern lächelt und sagt, ja, müssen wir herausfinden, dann ist das ein gutes Signal. Wenn sie jetzt gar nicht darauf reagiert, gar keine Emotion zeigt, dann weißt du an der Stelle schon, na gut, eigentlich hat sie gar kein Interesse. Und deswegen ist es wichtig, dass du Körbe auch provozierst. Ja, selber Körbe zu provozieren, das ist ja für viele Männer schon unvorstellbar. Ja, was für viele noch unvorstellbar ist, selber Körbe zu verteilen. Also, dass du im Gespräch mit einer Frau bist, die mit dir redet und dass du dann sagst so, ich muss weiter oder irgendwie passt das nicht so zwischen uns beiden. Und es ist aber extrem wichtig, dass du es auch mal tust. Einfach so, für deinen Selbstwert, dass du einfach feststellst, ey, ich muss jetzt nicht um jede Frau irgendwie auch kämpfen. Aber manchmal stellst du auch im Gespräch fest so, so toll finde ich die Frau auch gar nicht. Oder, irgendwie, wir reden jetzt schon ein paar Minuten miteinander, aber irgendwie ist da nicht so ein Vibe zwischen uns. Irgendwie, es funktioniert nicht so ganz zwischen uns beiden. Und merk dir einfach, du musst nicht um jede Frau kämpfen. Und es ist einfach so, je leichter es ist, irgendwie mit der Frau ins Gespräch zu kommen, je leichter es ist, mit dieser Frau zu flirten, desto besser ist auch die Zeit, die ihr miteinander verbringt, weil ihr einfach gut zueinander passt. Und versuch jetzt nicht irgendwie, wenn es schwer ist, da irgendwie Sprüche aus dem Hut zu zaubern oder um das Ruder irgendwie noch so rumzureißen. Nein, verbringe lieber Zeit mit Frauen, die von Anfang an Bock auf dich haben, die mit dir reden und dich einfach cool finden. So, wo es einfach leicht ist, so mit denen Zeit zu verbringen, wo die Dates dann auch leicht sind. Ne? Das sind auch Frauen, mit denen du später dann glücklicher bist, wenn du in einer Partnerschaft bist. Und bei mir war es immer so, wenn die ersten Gespräche schon irgendwie schwierig waren oder dass es irgendwie problematisch war, dann hat sich das meistens dann auch auf die Beziehung mit den Frauen dann später ausgewirkt. Da war es dann genauso. Und deswegen hab den Mut, auch selber Körbe zu verteilen. Achte einfach so auf dein Gefühl. So, wenn du mit einer Frau redest, so, passt das jetzt zwischen uns beiden? Habe ich wirklich Bock auf die Frau? Ne? Harmoniert das hier so zwischen uns beiden? Und wenn du merkst, so, das ist nicht der Fall, dann tschüss.
Yes, mein Freund, das war unser Video zum Thema Körbe. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen und vor allem hat dir auch geholfen, in Zukunft besser mit Körben umzugehen und auch wirklich da was mitzunehmen für deine persönliche Entwicklung beim Frauenansprechen, sodass du in Zukunft mehr Erfolg hast bei dem Ganzen. Wenn du das Ganze beschleunigen möchtest und sagst, hey Antonio, Kai, finde ich cool, was ihr macht, ich hätte mal Lust mit euch, ja, über das Ganze zu reden und zu schauen, wie ihr mir da weiterhelfen könnt, dann check einfach mal den Link in der Infobox ab, den Calendly-Link, da kannst du uns kontaktieren, da sprichst du mit uns beiden am Telefon und ja, wir schauen einfach mal, wie deine Situation aktuell ist und wie wir dir da weiterhelfen können. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.